Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu Hitman Absolution. Wir sind, wir sind wieder da und spielen Hitman Absolution. Ich und mein Vater. Ja, ich bin zu sehr wieder mal. Ja, leider können wir nicht mit Facecam aufnehmen, weil das Spiel sonst enorm ruckeln würde. Aber es macht ja nichts. Auf jeden Fall starten wir ein neues Spiel. Jetzt ist die Frage halt nach dem Schwierigkeitsgrad. Einfach, ich bin der Meinung, Spiele können auf normal gespielt, wenn es die Auswahl gibt. Ich meine, hallo Purist, was gibt's denn da? Keine Hilfe, keine Anleitung, keine Interface, nur ein Fadenkreuz. Spieler aktivierte Kontrollpunkte, Instinkt regeneriert sich nicht, Instinkt gibt Hinweis und normale Feindpräsenz. Okay, das wählen wir mal aus. Und hören uns die erste Zwischensequenz an. Hör mir zu. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Ein Mann wird kommen und dich holen. Ich kann nicht mitkommen. Es muss so sein. Dieser Mann ist anders. Er wird dich beschützen. Beurteile ihn nicht danach, was er tun wird. Tut mir leid. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen. Hitman Absolution. Hier ist Benjamin Travis. Wir haben das Geld jetzt überwiesen. Willkommen in Chicago. Es freut mich, dass Sie die Sache übernehmen, 47. So etwas ist nie leicht, aber Diana Burnwoods Verrat muss bestraft werden. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job braucht man ein Skalpell, keinen Hammer. Sie müssen nichts erklären. In Ordnung. Viel Glück, 47. Sir. Ja, es ist ein Eiswagen. Ja, ich weiß. Ich schicke ihn weg. Hey, verschwinden Sie. Wir brauchen nichts. Was ist mit Ihrem Partner? Welcher Partner? Ah! Damit würde ich sagen, ja. Prolog, ein persönlicher Auftrag. Bei diesem Auftrag werden wichtige Spielelemente markiert. Regel Nummer 1, töten Sie diskret und lassen Sie sich nicht erwischen. Sehen wir uns jetzt die Oberfläche an. Der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, können Sie keine Instinktfähigkeiten einsetzen. Alles klar,
mit diesem wunderschönen Intro und dem Zielgelände des Anwesens betreten, sage ich willkommen zurück. Also nicht willkommen zurück, sondern willkommen erstmals bei Hitman Absolution und Chicago, ja? Es ist auf jeden Fall extrem geil. Ich habe bis jetzt noch... Also ich kann euch sagen, ab wo es blind ist, und zwar ab dieser Wasserpfütze. Genau bis hier habe ich gespielt, okay? Ab jetzt blind. Okay, das habe ich schon nimmer gehabt. F1 Notebook öffnen, okay? Okay. Laut ICA-Abteilungsleiter okay. Benjamin Travis ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen. Ein Mädchen namens Victoria. Nach Monaten im Untergrund wurde nun Dianas Versteck gefunden. Ein schwer bewachtes Anwesen am Lake Michigan. Mein Auftrag? Diana eliminieren und das Mädchen zurückbringen. Persönliche Anmerkung. Diana hat mir das Leben gerettet. Ihr Tod ist zwar gerechtfertigt, aber ich bin nicht stolz auf diesen Auftrag. Von jetzt an werde ich sie nur noch als Zielperson bezeichnen. Das ist nichts Persönliches. Naja, ob das nicht doch ein bisschen was Persönliches ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich weiß schon, man kann mit dem Mausrad die Waffe wegstecken oder so. Und so können wir zwischen den Waffen wechseln, wenn wir da welche hätten. Das ist, glaube ich, eine Klavierseite und das andere sind so zwei Pistolen halt mit Dingern. Ja. Und ich weiß, man soll sich auch gut in der Umgebung umschauen, weil es gibt so Art Specials, die man finden kann. Und es gibt, wie immer bei Hitman, auch verschiedenste Wege, die Zielperson zu töten. Sie betreten einen abgesperrten Bereich. Wenn der Wachmann sie sieht, verhaftet er sie. Versuchen Sie also unbemerkt an ihm vorbeizuschlüpfen. Und ich weiß schon, Steuerung ist Instinct Vision. Okay, leer, um in Deckung zu gehen. In Deckung sind sie für ihre Gegner schlechter zu sehen. Mutterschlüssel. Setzen Sie gefundene Gegenstände als Nahkampfwaffen ein oder lenken Sie Ihre Gegner damit ab. Werfen Sie den Schraubenschlüssel auf die Eimer, um die Wache abzulenken. Alles klar, rechte Maustasten zum Zielen und... Platsch! Was? Ausgezeichnet. Schlüpfen Sie vorbei, solange die Wache abgelenkt ist. Okay. Haha, es ist nicht nur immer töten. Eins um Silberbolas auszurüsten. Rechte Maustaste zum Zielen. Umschalten, Ziel stabilisieren, okay. Und... Zielen Sie auf den Kopf. Erhöhen Sie dann Ihre Präzision, indem Sie Ihre Waffe stabilisieren. Alles klar. Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Alles klar. Gärten infiltrieren. Okay, schleppen wir den mal. Okay, da können wir noch direkt loswerden. Okay. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Wie gesagt, ich habe einen vorherigen Hitman-Teil einmal angespielt, aber es war doch ein bisschen anders. Kontrollpunkt, okay. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Zwei um die Klavierseite. Okay, in der Nähe drücken Sie Q. Sauberer Kill. Mit der Klavierseite können Sie Ihr Opfer sofort wegschleifen. Es schaut schon fast aus wie die Havoc Physik Engine in Dark Souls. Ist es vielleicht sogar. So. Können wir dich da auch noch verstecken? Ich hoffe es ja mal. Hat zuerst geschrieben, dass zwei Leichen oder... Genau. Der Container ist jetzt voll. Sie können keine weiteren Opfer mehr verstecken. Okay, keine weiteren Opfer mehr. Da hast du noch einen zu den Kontakt. Stimmt, wenn da doch noch mal was passieren sollte. Oder? Ja, oder du sie zu verstecken musst. Okay.
Schlecht. Du wirst den Test killen. Was tust du? Warum wartest du so lang? Komm! Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Nee, nee. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Wo war der Mülleimer? Dort hinten, genau. Ja. Da um die Ecke. Also, werden wir das mal machen. Ich hoffe... Jo. Achso, da hinten wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ah, ist wurscht. Aber ja, super ist... Ich einen Platz freilassen, da, wo du dich verstecken musst. Nee, da ist auch noch einer, schau, ja? Hier. Treten. Ja. Was? Das schaut mir aber nicht nach Wilkotin aus. Das war's wieder. Sie sind jetzt versteckt. Wenn Ihre Gegner Sie nicht beim Betreten gesehen haben, sind Sie sicher. Ja. Selbst wenn Sie nach draußen spähen. Okay. Da aber raus. Das wollen wir nicht. Naja, erschleichen wäre vielleicht doch nicht schlecht. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt aktiviert. Sehr gut. Ist rechts rüber. Rechts. Alles klar. Rechts, rechts rüber. Dank seiner Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nichts. Sehen Sie die Wachen, die überall im Garten verteilt sind? Ja. Sehe ich. Das sind relativ viel. Jetzt Deckung wechseln. Okay. Dort nach hinten, oder was? Da steht aber einer, du musst aufpassen. Da drüben. Alles klar. Das ist so auch halber... Existiert? Ja. Nein! Das ist ganz schlecht. Okay. Ablenkung, ein präziser Schuss oder die Klavierseite. Sie haben die Wahl. Okay. Die Kisten. Dahinter. Nee, der geht nur dort lang. Oder einfach warten, bis der. Nein. Ich hab gehört, du möchtest eine Klavierseite um deinen Hals. Ja, aber du hast zu lang gewartet. Warten Sie und ausschalten. Oder töten. Sie haben die Wahl. Jetzt zwingst du aber gleich. Auf alle Fälle wacht er nicht so schnell wieder auf. Du hättest mitnehmen müssen. Meine Worte, Junge. Du solltest dir benutzen Sie Ihren Instinkt oder das Radar, um den Ausgang zu finden. Okay. Okay, sehr gut. Den hätten wir auch mal ausgeschaltet. Alles klar. Bisschen doof ist, ich habe jetzt keine Uhrzeitanzeige. Wurscht. Wir machen auf jeden Fall ein bisschen weiter. Die erste Folge kann ja ruhig ein bisschen länger sein. Dort hinten ist der Ausgang. Sehr gut. Schnell. Tür öffnen, okay? Sehr gut. Leon in Deckung. Ah, okay. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um die Bewegungen des Feindes vorherzusehen. Okay, der Wache ist unterwegs zur Brüstung und kommt nicht an Sie heran. Waffen mit Klingen und Spitzen können mit tödlicher Wirkung geworfen oder zur Ablenkung benutzt werden. Alles klar. Konzentrieren Sie sich auf ein Ziel. Stoßen! Ja. Tschüsschen. Tschüss, tut mir leid, aber du standest im Weg. Da ist keiner, also... Tschüss. Oh, verkleiden. Heißt das, wir ziehen uns jetzt an Sie wie der... Jetzt als Hammergeil. ...und dürfen sich in den Außenbereichen frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Wachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Alles klar. Was ist, wenn wir uns nochmal verkleiden? Verkleiden wir uns dann wieder zurück? Jo.
Also können wir dann immer an dem Punkt wechseln, okay? Also kann ich dich irgendwo verstecken? Ja, ob ich messen kannst. Ah ja, stimmt. Geht das echt? Denke ich schon. Ja. Ah, tschüsschen. Flieg. Flieg wie ein Vogel. Um unbemerkt in das Gewächshaus zu kommen, brauchen Sie eine Verkleidung. Okay. Wenn Sie das Gewächshaus betreten, kommen Sie dem Wachmann sehr nahe. Falls er misstrauisch wird, können Sie ihn mit Ihrem Instinkt austricksen. Okay, aber hier hätten wir ihn verstecken können. Hier kann ich mich auch verkleiden. Als was? Wahrscheinlich eher als Wache. Sie sind jetzt als Gärtner verkleidet und dürfen sich im Gewächshausbereich frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Gärtner Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Wenn Sie das Gewächshaus betreten, kommen Sie dem Gärtner sehr nahe. Falls er misstrauisch wird, können Sie ihn mit Ihrem Instinkt austricksen. Nee, ich werde als Wachmann da durchgehen, weil ich hoffe, dass in einem Gewächshaus mehr Gärtner als Wachen sind. Setzen Sie Instinkt ein, bis Sie im Haus sind. Na, servus. Die Wachen dort vorne werden misstrauisch und Sie haben nicht genug Instinkt, um sie auszutricksen. Finden Sie einen anderen Weg. Nein. Schlecht. Sie sind unerkannt entkommen. Das hat Sie Instinkt gekostet. Sie regenerieren Instinkt, wenn Sie Ziele erreichen, Gegner lautlos ausschalten, Ihre Zielpersonen eliminieren oder Ihre Feinde geschickt umgehen. Sehr gut, da ist ein... Die Wachen blockieren den Ausgang. Versuchen Sie, sie abzulenken. Okay. Wie denn? Nutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Okay. Da oder ja. Ventil! Okay, was macht das jetzt? Haha, es regnet! Irgendwann bringe ich diese Oh nee, nicht in meine Richtung kommen. Dadurch haben Sie etwas Instinkt regeneriert. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt da durchgehen, gefahrlos. Sehr gut. Die Wachen sind beschäftigt. Sie haben die Wahl. Ausschalten oder umgehen? Umgehen. Einfach vorbeigehen. Leben zu lassen ist sauberer, kann aber ihre Bemühungen erschweren, unentdeckt zu bleiben. Aber genau das macht den lautlosen Killer aus. Die Welt um ihn herum bleibt ahnungslos und unversehrt. Okay, hier Kante. Okay. Steuerung. Hier eh. Der Garten liegt hinter mir. Betrete jetzt das Anwesen. Nähere mich dem Ziel. Okay. Gut. Oh. Dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Burnwood und Victoria. Bring sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen. Der Agency und mir. Da ist keiner, oder? Wo? Hochklettern. Sehr gut. Oh, scheiße. Hat er mich gesehen? Sicher? Es ist kein Prostatakrebs? Ich könnte sie küssen. Ich meine, das sind tolle Neuigkeiten. Ja, an Krebs stirbst du heute nicht, aber an mir. Tut mir leid, der Hitman kennt da keine Gnade. Im Haus. Gut. Die Kleidung dürfte bei den anwesenden Wachen allerdings Verdacht erregen. Besorgen Sie sich also eine neue Verkleidung oder bleiben Sie unentdeckt. Okay, wisst ihr was? Ich muss mal kurz was umstellen. Und zwar, wo ist das? Maus und Tastatur, Steuerung, hier. Nämlich nicht Deckung, sondern verteidigen Geisel, laufen, zielen, schießen, nein. Nachladen ins... Ja, Instinkt möchte ich auf Alt legen und Schleichen auf Steuerung, weil das bin ich einfach zu sehr von anderen Spielen gewohnt. Ja, jetzt passt das. Sehr gut. Vielleicht hier Messer und Kaffee austauschen, okay. Können wir den jetzt da hinten hinwerfen? Möglicher Eindringling. Ich sehe mich mal um. Over. Scheiße. Geh hin. Ja, sehr gut. Schnell. Renn da. Priester, geben Sie sich zu erkennen. Tür zu. Mach die Tür zu. Alter, mach die Tür zu, Alter. Oh Gott. Ah, die geht automatisch zu. Das war gut, finde ich.
Will haben, Mathe. Sicherheitssystem musst du aktivieren. Okay, mach ich. Oh, das schaut sehr sicherheitssystemisch aus. Ah, hier kann ich mich auch verkleiden, okay? In der Verkleidung als Anwesenwache können Sie sich im Inneren des Anwesens frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Anwesenwachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Haha, jetzt ist alles dunkel. Und ich denke einmal, wir haben schon lang genug gespielt. Das war's für die erste Folge Hitman Absolution. Bis zum nächsten Mal.